Guten Morgen, meine Lieben. Bisschen gerade so im Chaos hier drin. Ich habe gestillt. Die Kleine ist eingeschlafen. Jetzt muss der Smurfy raus. Aber ich habe mir ja schon das Tragetuch umgebunden. Kann ich sie sofort jetzt hier rein hüpfen und alles mit Decken einpacken. Und dann gehe ich eben mit dem Smurfy raus. Ja, es ist schon 10 Uhr oder so. Ich habe gerade das Video von gestern geschnitten und die Maus dabei ausgiebig gestillt. Und dann packe ich sie mir ins Tragetuch und dann wird sie eigentlich einschlafen. Dann mache ich ein bisschen Haushalt. Gestern ist voll viel liegen geblieben, dadurch, dass wir beim Kinderarzt waren, die U3 hatten und... da hatte ich noch Besuch gestern Nachmittag von einer Freundin. Und ja, ein bisschen verquatscht, wie das so ist. Und deswegen, ja, muss ich heute alles nachholen. Auf jeden Fall Wäsche machen. Ich muss Essen kochen. Heute gibt es Bratkartoffeln. Muss ich mir mal noch was überlegen. Also ich nehme euch einfach mit. So, an meinem Kunstbild. Ja. Dass die Chamäleons besondere Muster haben sollten. Ja, getarnt und so sollten die, ne? Ja, und dann habe ich da noch an die Zacken gemalt. Ja. Und noch Musterfeuer. Ja, super. Ist doch klasse. Ja, die Kinder gehen jetzt eben mit dem Smurfy raus. Die haben nämlich jetzt eine längere Pause und die freuen sich total auf die frische Luft. Die sind total begeistert. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Es ist herrlich draußen. Es ist richtig schönes Wetter draußen. Die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel. Ja. Wann ist eigentlich Frühlingsanfang? War der nicht gestern, glaube ich, Frühlingsanfang? Bin mir nicht sicher. Und ich kann jetzt wischen. Die Maus ist eingeschlafen jetzt im Tragetuch. Wusste ich doch, dass sie sofort einschläft. Das mag sie, ne? Ja. Und ja, dann kann ich wischen und die Wäsche hier machen. Ja? Das war deiner, ja. Nee, das war alle, den habe ich weggefahren. Also die Verpackung habe ich weggeschmissen. Ja, okay, die Waschmaschine schleudert schon. Sehr laut. Bitte? Ah, okay. Ach so, wegen Halsband vom Etti. Ja. Warte, ich gehe hier rum, weil sonst schließen wir uns nachher aus. Ein Halsband für den Etti. So. Dann nehmen wir das hier, ne? Komm mal hier ab auf deinen Platz. Hopp. Guck mal, der Calvino macht dir das um. Danke. Und diese Leine, ne? So. Hier ist die Leine. Mit Beutel sind da in einem weißen Ding für einen Notfall, aber da hinten muss man die ja auch nicht wegmachen. Ah, so. Und hier ist noch deine Weste und deine Dingsjacke. Mhm. Willst du eine Jacke? Brauchst du eine Jacke? Die hängt an der Garderobe. Da habe ich die hingehangen. Solche Gläser haben wir auch gerade Senfgläser. Ja, Senfgläser, die spüle ich gerne aus immer. Ja. Für Kinder ist das immer eine optimale Portion, die Gläser. Ja. So, einmal Neles Jacke. Zack. Bitteschön. Dankeschön. Ja gut, dann bis gleich, ihr beiden. Viel Spaß. Möchtest du einen Schlüssel mitnehmen, Kalle? Ja, ihr seid ja hier. Ja, wir sind hier. Die Livia macht dir gleich die Tür auf. Tschüss, Murphy. Viel Spaß. Ja, euch auch. Danke. So, dann mache ich jetzt hier schon mal Putzwasser. Meine Güte, ist die laut. Obwohl die hier auf so einem Ding steht und eingestellt ist. Ach, hier. Das ist es. Da. Ich habe da Bilder dran gelegt. Dann mach ich die mal weg. So einfach behoben, das Problem. Okay. In dem Topf hier
in der Schüssel, da ist der Deckel kaputt, die nehme ich immer zum Waschen. Da habe ich letztens Livias Mütze mit Hand gewaschen. Ja, und jetzt habe ich die verloren auf der Hundewiese oder so. Die ist auf jeden Fall weg. Ich bin total traurig. Die war so süß mit Minimaus-Ohren und Schleife. Die war so schön. Ja, verloren. So, der Eimer ist hier. Aber ich hatte euch erzählt, dass ich bei Patpat bestellt habe. Und da sind oft so Sets, wo so vier Teile in einem sind. Also zum Beispiel eine Jogginghose, eine Mütze und ein Body und ein Stirnband oder so. Ach, und da habe ich... Moment, muss ich mal eben aufmachen. Und da habe ich halt mehrere Sets bestellt. Und die kommen jetzt am Wochenende an. Und dann habe ich ja wieder eine neue Mütze zum Glück. Ja, wenn wir eben ins Geschäft gehen, ist ja zurzeit nicht. Und wenn ich jetzt woanders was bestelle, das kommt ja auch nicht viel schneller an. Und deswegen, ja, müssen wir jetzt halt warten. Wenn ich mit ihr rausgehe, ist ja der Kopf hier so bedeckt. Und dann habe ich auch noch einen Schal zum drüber machen. Aber wenn sie jetzt laufen würde oder so, das wäre echt doof, ne? Wenn man dann keine Mütze hat und nicht einkaufen gehen kann. Aber naja, was will man machen? So. Mal schauen. Ach da, hab. Hast du? Ja. Wir spielen jetzt Monopoly in der Pause und machen ungesunde Snacks dabei. Gelle? Mhm. Welche möchtet ihr? Diese hier? Ja. Okay. Etty, geh mal weg. Du frisst keine Chips. Nein. Kannst du einen Garten mitbringen? Ja, kann ich. Oder zwei. Nichts passiert. Nichts passiert. Wie viele Tropfen hast du reingemacht? So wie da ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Könnte ruhig mehr reinmachen. 6. Aber das reicht doch schon. Sie ist doch so intensiv. Ja? Ja, ja, aber wir machen ja Lavalampen. Ach ja. Genau. Wir machen eine Lavalampe. Genau, das so reicht, glaube ich. Wie oft kann man das machen mit einer? Ich glaube einmal. Ich weiß es nicht. Wir testen das. So, stopp. Und jetzt könnt ihr jeder eine Brausetablette reinmachen. Oh mein Gott, das sieht jetzt schon so gut aus. Ich bin so gespannt. Das sieht voll witzig aus. Ja. Okay, auf. Wisst ihr, wie viel Uhr wir haben? Es ist noch nicht wieder Schule, es ist noch Pause. Jetzt bin ich gespannt. Okay, wir machen beide gleichzeitig, ja? Okay. 3, 2, 1... Jetzt müsst ihr warten, das muss ich ja erst ein bisschen lösen. Bei mir ist so voll blau. Oh mein Gott. Bei mir ist schon voll blau. Das blubbert gleich so richtig hoch, voll cool. Bei mir wird es voll türkis da. Ja. Bei mir ist das voll blau, aber richtig dunkel. Ja. Bei mir geht's schon los, glaube ich. Das sieht voll schön aus, oder? Bei Nele sieht es viel geiler aus. Finde ich nicht. Oh mein Gott. Blub, 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 blub. Wie lange dauert das? Oh, man riecht das nicht. Öl voll. Man riecht das Öl? Mhm. Ist das Sonnenblumenöl? Das riecht man eigentlich nicht so. Irgendwas nicht mehr. Nein, ist oh, guck vielleicht mal, da an den Seiten kommt voll viel Schaum bei mir. Ja. Das könnte man trinken. Ja, ja, man könnte es trinken, weil es ist ja nur Lebensmittelfarbe, Öl und Wasser Farbe. Und das schmeckt wahrscheinlich so ekelhaft. Aber jetzt wird es hier auch so türkis. Aber da drin, da sieht man noch, wie das so blubbert und wie die Farbe hoch und runter geht. Vielleicht ist das doof, weil das so ein trichterförmiges Gefäß ist. Ja, man sieht wieder ein bisschen bei mir. Ja, ist schon wieder weg. Ich mach mal zu.
Naja, es war ein Experiment. Und es hat Spaß gemacht. Das hätten wir für Vorder in W füllen können. Ja, das könnt ihr ja nächstes Mal nochmal machen, wenn ihr Naturwissenschaften habt. Das können wir zeigen. Hm. Wenn wieder Schule losgeht, können wir Sachen dafür mitnehmen und das dann vorführen. Ja, das könnt ihr machen. Hä, wäre voll die coole Idee. Wollt ihr nochmal eine reinschmeißen? Eine ja. Ja, voll aufgeregt, ja. Ja, ist doch schön, wenn ihr da auch noch Spaß dran habt. Hast du das auch früher gemacht? Ich? Nein, ich habe das gesehen im Internet, dass das manche gemacht haben. Lockdown-Beschäftigung. Und jetzt geht der Spaß wieder von vorne. Mal gucken, ob jetzt eine andere Reaktion ist, weil ja gerade schon eine drin war. Ja. Ich glaube, es wird noch heftiger als vorher. Jetzt sprudelt es bis an die Decke hoch. Ja. Oh, boah, da kommt richtig viel Schaum. Das geht richtig schnell. Ja. Bei mir auf jeden Fall. Das schwappt gleich über. Ja, bei mir ja. Oh mein Gott. So, die Kinder haben jetzt wieder Unterricht und ich räume jetzt hier das Spiel ein. Und dann kann ich gleich Essen machen. Heute haben wir erzählt, glaube ich, schon, ne? Bratkartoffeln mit Prinzessbohnen. Jetzt suche ich mal eben im Vorratsregal Kartoffeln aus dem Glas. Damit wollte ich dann die Bratkartoffeln machen. Weil es viel schneller geht. Da oben. Die sind allerdings ganz. Und ich dachte, wir haben auch noch welche in Scheiben. Alle. Opa. Aber fauler kann man ja auch nicht sein, ne? Wenn die auch noch geschnitten gesucht werden. Die tun es ja auch. Und dazu wollte ich Prinzessbohnen machen. Es sind nicht mehr so viele da. Und hier taue ich gerade auch schon Bratwurst auf. Drei Stücke. Aber ich weiß noch nicht, was ich machen soll für... Also, weil wir nicht so viele Prinzessbohnen haben. Was kann man denn da noch zu machen? Erbsen und Möhren passt nicht so ganz, oder? Hm. Rotkohl auch nicht. Die Qual der Wahl, die Qual der Wahl. Hm. Guck mal, unsere Experimentenflüssigkeit, wenn wir die so stehen lassen, ist die wieder ganz normal geworden. Können wir das nachher nochmal ausprobieren mit diesen Brausetabletten da rein, ob das nochmal, vielleicht in ein anderes Gefäß, in ein gerades Gefäß, ob es dann noch schöner aussieht. Ich wollte jetzt das Essen kochen und brauche eine Zwiebel oder zwei. Und ja, wie das immer so ist, wenn man einkaufen geht, man schmeißt immer alles nur rein und räumt nie auf. Das wollte ich jetzt mal eben hier machen. Alles aussortieren. So, das kann nämlich alles weg. So. Ein altes Körbchen. Ich finde das so schön. Leider ist hier der Bügel abgebrochen. Das kann man bestimmt auch reparieren, nur ich kann das nicht. So, jetzt sieht das doch gleich wieder viel besser aus. Tada! Dann kommt das immer hier rein. Im Wintergarten. Muss ich auch mal aussaugen. Da steht das immer. Und da unten sind die Kartoffeln. Guck mal, da haben so viele. Ich habe ja auch so ein Körbchen. Hier, da können wir die doch reinmachen, dann ist das auch viel ordentlicher. So. Und die hier sind noch aus dem Garten. Hopp. So, muss ich nachher nur noch mit dem Saugereimer da durchgehen. Guck, da haben wir ganz viel Platz jetzt. Yay! So, meine Lieben, wie gestern auch, habe ich vergessen, den Vlog zu beenden. Das wollte ich hiermit nachholen. Ich schneide gerade das Video und mir fehlt das Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.